Relap. Edge of Hearts. Willkommen zu einem neuen kleinen Spielchen. Das sieht ja für Pixel Art echt gut aus, ne? Muss ich sagen. Keyboard, Gamepad, Xbox Gamepad. Ja. Wofür entscheide ich mich denn? Ich glaube, wenn das so ein Kämpfespiel ist, dann nehme ich doch eher das hier. Story. Settings. Oh, die Musik ist ja voll schön, ne? Warum wechselt er so schnell? Ach so, es gibt nur die beiden. Englisch und Russisch, oder wie? Verrückt. Blut an, natürlich. Particle an, Fullscreen. Your Resolution, das passt schon, das ist alles richtig. Story. Soll ich da jetzt in der Mitte drücken? Auf den Pinöpel? Soll ich jetzt irgendwo hinklicken? Oh, da unten rechts bin ich wahrscheinlich, ne? Was eine entspannte Musik. Hey! Wake up, Evelyn! Ach so, ist ein Boy. Der ist aber lütt. Wo soll ich drücken? Enter? Leer? Ah. Ich glaube, ich bleib doch bei Tastatur, weil es lenkt sich nicht gut auf dem Gamepad. Who are you? Where am I? I'm Richard. This is the Great Forest, not far from the Glorian Family Mansion. Oh, wenn das so dahin scrollt. I saw a sword in a stone and took it out. Suddenly the world began to shimmer and you appeared out of nowhere. What? But I followed the mercenaries. They kidnapped Prince Albert. And Prince Albert, but our king has only two daughters. I don't understand. Your armor, it looks... Was? It is looks very old. Was? Okay. It is brand new. Yeah. King Richard's master armor forged at last year's tournament. Especially for me. Ja. Ist bei Pixel halt immer schwer zu sagen, ob eine Rüstung alt aussieht, ne? King Richard. Huh? King Baskin is ruler of these lands and has been for many years. King Who? What are you talking about? How could this happen? Ah. I'm just the son of a farmer. I'm sorry, I don't know what to tell you. What's your name? Evelyn. Huh. The Lightbringer. Evelyn the Lightbringer. Now I remember. I have seen your image before. Whoa, that's amazing. That's weird. Well, Richard, what city is nearby? I need to figure out what happened. Nearby, the small town of Medjard, near the close family castle, I think. I remember the close family. They always supported the king. I need to meet them. I'm afraid this isn't possible. The family has not ventured out of their castle for many years. Their edicts are
relayed by servants. Ah, still worth a try. Where is Medgard? This path will lead you directly to the city. Oh, this is yours. Press interact key as in Bruno. F to get your weapon. Oh, thanks. You helped me a lot, Richard. What a... Wait. I need to quickly get out of the close mansion. So, da oben sehen wir ein bisschen aus wie die... Ach, wie heißt er denn nochmal aus Fairy Tail? Elsa, ne? Ah, so. Ich bewege mich jetzt zwar doch aber gerade mal am... wie sich mein Mauszeiger einfach mitbewegt, wenn ich hier... Wie sich jetzt echt mein Mauszeiger aus dem Bildschirm raus bewegt. Ich glaube... Ja, was mache ich denn? Ja, wie soll ich denn angreifen? Es wurde mir nicht gesagt. Da steht nicht... Ah, J. Ja, klar. Jetzt holt er es in seinem Kopf wieder. Mit J. Das ist eine total geile Steuerung. Gefällt mir jetzt schon. Kann ich das hier auch hier mitmachen? Ah. Okay. Rechte erste Schultertaste. F. Wo ist F? War richtig, okay. HP-Buff. Na dann. Niedliches Spielchen. Erinnert mich ein bisschen an Castlevania tatsächlich, ja. Kriegen wir dafür auch... Ist das da unten eventuell? Doch, das ist unsere Erfahrungsleiste, ne? Hört auf, mich hier zu schlagen. Damage Buff. Können wir mal gebrauchen. So. Na kommt, ihr Viecher. Ach ja, das erinnert mich wirklich so damals an Super Nintendo Castlevania Gedöns, als ich noch jung war, ne? Wenn man da halt so eben in solch einer Grafik gespielt hat. Egal, was man gespielt hat. Es hatte halt so eine Grafik. Und ich muss sagen, Realismus hin oder her, es sieht ja realistisch aus, nur eben sehr minimalistisch realistisch. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist ja nicht comichaft oder so großartig. Ja, es hat ein bisschen Manga-Stil, also sie hat ein bisschen Manga-Stil drauf. Wie komme ich hier? Continue? Continue. Nee, also auf jeden Fall. It's just incredible how badly the rules can be damaged as soon as everything is too strict. George Christoph Lichtenberg. Aber immerhin scrollen die ja nicht zu schnell. Nee, aber ich finde das auch schön gemacht hier alles. Also was Pixel Art angeht, ist das alles sehr schön gemacht. Die halten ein bisschen mehr aus hier, die bewaffneten Skelette. Nee, aber wisst ihr, es ist halt schon von der Atmosphäre her relativ realistisch, soweit man das halt mit der Grafik hier überhaupt realistisch darstellen kann. So meine ich das. Es ist halt nicht großartig stilisiert, ne? Es ist halt eine Pixelart. Ne, so wie man es halt mit dem Aussehen hinkriegt. So, mein Gott. Hier läuft aber was rum.
Kann ich eigentlich auch springen bestimmt, oder? Um zum Beispiel Fallen auszuweichen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel so, warte. Ah, einfach nach oben drücken. Ja gut, hätte man auch so einfach haben können. Ich würde es mal lustig, wie die ihren Kopf denn wieder einsammeln. Das sind Skelette, oder? Also, es sind keine Zombies. Mist, da hätte ich... Naja gut, die machen mir jetzt auch nicht viel Schaden. So. Nun gut. Das ist auch total sicher hier, der Wald, ne? Also, da möchte jeder durchlaufen. Alle 2 Meter hier wird man von irgendwelchen Skeletten penetriert. Aber sie braucht echt lange. Also so schnell kann ich nicht... Also sie reagiert nicht besonders schnell, wenn sie gerade noch in der Kampfanimation drin ist. Deswegen sollte ich mich nicht darauf verlassen, dass ich mitten im Kampf einem Pfeil ausweiche. Wenn ich jetzt drücke ich hoch, jetzt drücke ich nochmal hoch. Also wenn sie in einem Kampfmove drin ist, kommt sie da auch nicht raus. Nun gut. Ist sie schon wieder. Ich habe schon gedrückt, aber sie reagiert einfach nicht im Kampf. Nun gut. Level 2. New Item. Darf ich jetzt irgendwas vergeben? Ah, Point 2. Reward for passing. Agility ist AGL wahrscheinlich. Eng. Look, das mag Luck sein. Dinge zu finden. Give Evelyn the chance of critical damage from all damage. Ah, okay. Luck hat hier auch was mit dem kritischen Schaden zu tun. Give Evelyn energy per damage. Ah, das ist so eine Art... Ah, verstehe. Ich glaube, das ist so eine Art, Lebensregeneration. Energy per Damage. Oder nicht, oder doch? Machen wir mal Damage höher. Hauen wir erstmal das hier höher. Da muss ich halt nicht 1000 Mal auf die Viecher draufhauen. Aha. Gold. Na, was auch immer. Continue. Bow down, Evelyn. Today you will be a part of our order. Our honor is above all. We keep the peace of the kingdom. Do you agree to dedicate you to... Blah, blah, blah. If necessary, do you agree to die for your king and his hires? Agree. Go up. Now you are a royal knight. Rivelin, the Lightbringer. Wer ist denn Rivelin? Ah, so, nun ist das Wetter auch schön. Wobei, schön ist immer relativ. Wer sind wir zu entscheiden, welches Wetter nun schön ist? Und welches nicht? Mein Gott. So. Wir sind mal wieder hier. Damage Buff. Ha, diesmal habe ich es geschafft. So. Kommt mir mal vor die Flint, ihr Schweinchen. Warum rennt es jetzt wieder langsam oder kommt mir das nur so vor? Nee, das hat jetzt nicht funktioniert. So gar nicht. Hatte sich das Skelett gerade geduckt? Mein Gott. Also das Schild tragende Skelett hält aber schon mal aus. Haben wir alle. I suppose to kill them. Ja, habe ich ja gewollt. Point nix.
Reward for passing. New item, price 50. Was habe ich denn für ein XP? Wait. Ich verstehe das Spiel, glaube ich, noch nicht zu 100%, aber ich spiele auch gerade erst eine Viertelstunde. Prince Albert has been kidnapped. Ja, das ist schon ein niedliches kleines Spielchen, ne? What? I urgently go in search of his highness. Evelyn, wait. If you go now, then who will control the... Na, jetzt, ja, jetzt doch ein bisschen schnell. Let the defense managers... Garrett. Without all... But now, you're needed here. You're the commander of the knights. You must stay here. Guck mal, das steht hier wieder lang genug, um es zu lesen. If so, then I'm not the commander. Oh, das sieht ja schick aus hier. Oh, jetzt sind wir in einem Schlösschen hier. Oder hier sind wir in einer Mansion, ne? Hallo, warum sch... Ah, jetzt schlägt sie wieder. Was hat sie denn eben gehabt? Hat sie sich eben nochmal kurz die Fingernägel abkühlen müssen? Oder wie von... Warte, erstmal euch hier. Ihr geht mir auf den Pisser. Warte. So, komm her. Oh Gottchen, also die halten aber auch immer. Ich hoffe, von denen kommen nicht noch zu viele. So. Wenn die ihr Schild hochtun, dann kann man ja nichts machen. Hallo? Sei nicht gestunt von den Viechern. Manometer. Kann man hier auch irgendwie jetzt sich wieder heilen? Also, weil jetzt sieht es ja gerade nicht so gut aus mit meiner Lebensenergie, ne? Komm her, komm her. So, warte mal, es ist nur ein Damage-Buff, glaube ich, hier. Jo, weil wenn das Schwert nach oben zeigt, es wird Damage sein. Oh weia. So. Ah, das war gut, dass ich erst die Bogenschützen ausgeschaltet habe, weil die sind nervig. Weil die halt aus der Entfernung angreifen können. Oh, press space. Mist. Story. Das war's. Wir wurden erledigt. Ja, also ich muss sagen, rein künstlerisch und so vom Gameplay her ist das schon ein niedliches Spiel, ne? Es erinnerte mich tatsächlich ein bisschen an Castlevania, aber es halt dafür... Ein bisschen zu... Also es ist... ja, ich weiß gar nicht, wo ich das genau einordnen soll. Es ist halt ein kleines, niedliches Kampfspielchen. Schwupp, sind wir mal wieder draußen hier. Ja, Edge of Hearts, so. Hat an sich auch gute Bewertung. Lasst uns doch mal zur Abwechslung was richtig Idiotisches spielen. Und zwar... Es ist der Kuhschubs-Simulator quasi, soweit ich das gehört habe. Schwupp, sind wir wieder drin. Silent Future. Oh Mensch, gibt's ja gar nicht, ne? Von wem ist das bloß? Viz Games, na, kennen wir die nicht irgendwo her? Also es ist natürlich, jetzt denken die Leute, oh Gott, das ist Horror. Ich weiß es gar nicht. Ist es Horror? The cows are watching. Ich glaube ja, es ist kein Horror, weil ich eben bei so einem Titel hier nicht wirklich von was Gruseligem ausgehen kann. Weil ich habe auch keine Angst vor Kühen, ich komme vom Land. Und wenn es Horror ist, mein Gott, dann ist es Horror. Oh, willkommen im Spiel The Cows Are Watching. Innerhalb der folgenden Mission musst du eine bestimmte Anzahl Kühe umschubsen. Benutze WASD, um dich zu bewegen und die Maus, um dich umzusehen. Ja, das ist natürlich typisch Viz Games hier. Mit der Umschalttaste kannst du sprinten. Drücke E oder die linke Maus, um ein Gatter zu öffnen und Kühe zu schubsen. Drücke F oder die rechte Taste, um den Taschenlampe ein- oder auszuschalten. Das ist das typische Viz Games Steuerung. Das war ein Obscuritas so, das war ein Pioneer Drive so, das war jetzt ein Nightfall so. Und es ist auch dieselbe Engine. Mensch.
Und wir haben mehr Zeit. Ah. Was sind das für Geräusche? Au! Oh, der Schäferhund, ich wollte ihn gerade streicheln, aber ich glaube, die sind böse, die Hunde. Na, die müssen natürlich auch aufpassen. Mist. Was ein albernes Spiel. Oh mein Gott. Ja? Mach mal weiter hier. Loading. Willkommen im Spiel. Jetzt erzähl mir aber nicht jedes Mal wieder die Steuerung. Innerhalb der vorgegebenen Zeit muss eine bestimmte Anzahl Kühe umschubsen. 5 Stück. Okay. Nutze die WASD, um dich zu bewegen und die Maus. Der Umschalttaste kannst du sprinten. Wie erwehre ich mich denn der Hunde? Ja, das Geraschel in den Büschen, das habe ich mittlerweile so oft gehört in den Viz Games. Und ich weiß, dass es nur ein Soundtrack ist, der irgendwo abläuft, damit ich da hingucke. Von daher habe ich da mittlerweile null Angst mehr vor. Aus dem Grund, weil das machen die halt so. Ah! Der Hund! Olle Töle! Wie sollst du das schaffen? Ja, Horror ist relativ, es ist halt spannend. Ich will nicht vom Hund angefallen werden. Oh, hoffentlich schneidet er mir nicht den Weg ab. Hallo? Oh, gerade noch so geschafft. Oh, der war aber ganz nah. Guck mal, da unten sehen wir ihn schon. Der war uns ganz nah auf den Fersen. Den hätte ich nicht so schnell gemacht im ersten Level. Huh. Oh Gott, und das ist das Spielprinzip? Jetzt Level 2 müssen wir halt 7 Kühe umschubsen. Wie kommen die darauf? Und wie bei Slenderman. Sobald die erste Kuh geschubst wurde... Na Töle, hier kommst du nicht durch, ne? Tja, Töle. Ich sag grundsätzlich Töle zu allem, was mich anfallen will. Gibt es hier noch weitere? Wir haben hier offenbar oben... Ah, gucke mal. Wir haben hier viele Weiden. Die sind aber nicht alle offen. Wir haben sogar eine Zeitbegrenzung, verdammte Scheiße. Ja, ein bisschen gruselig ist es halt natürlich, weil... Ich meine, ich finde die Atmosphäre geil, muss ich sagen. Die Atmosphäre, die ist halt... Die erinnert mich so an Halloween. Weißt du, so Herbst hier, das Laub fällt runter, es ist nachts hier irgendwo auf dem Lande. Das ist so voll Halloween-Feeling. Warum bleiben die Kühe eigentlich so doof liegen? Habe ich die auch schon umgeschubst? Töle, geh mir nicht auf den Keks. Oh Gott. Oh nee, das war mir gerade zu. Ah, der ist immer so nah. Warte mal, ich hau mal wieder kurz ab. Der ist mir so nah. Misthöhle. Ich komm dir da gleich her mit der Schrotflinte. Mein Gott, erschreckt mich doch nicht so immer. Die Frage ist, wird er aktiv, wenn wir hier jetzt nur drin sind? Oder müssen wir da zuerst eine Kuh umschubsen? Der ist lieb, bis wir eine Kuh umschubsen, oder? Ist er nicht, das doofe Vieh. Das doofe Vieh.
11, 10, 9, 8, 7. Oh, noch geschafft. Boah, Miss Vieh. Boah, was soll ich sagen? Ich habe keine Angst. Also nicht im Sinne von, oh Gott, es spukt. Aber die Spannung, die lässt sich ja kaum aushalten. Wie viele Level gibt es hier, verdammte Inzucht? Es gibt ja auch 4 Gatter. Mein Gott. Wo ist er? Da ist das Schwein. So. Ich renne jetzt mal dauerhaft. Aber ich versuche mal so ein bisschen hin und her zu rennen. Weil jetzt haben wir auch noch das andere Gatter. Um da unsere Punktzahl zu ergattern. Oh! Also ich würde niemals mich auf Weiden schleichen und Kühe umschubsen. Dafür finde ich die Tierchen... Ja, ich weiß nicht, niedlich ist das anderes. Dafür sind sie zu groß, um niedlich zu sein. Ja, genau. Back dich fest. Wir sind ja auch nicht gerade hier auf Verfolgungsjagd. Warte, das war mir eben zu eng, weil der zieht ja auch seine Kreise immer enger. Sehr gut. Nee, also es ist halt, also sind niedlich, ist relativ. Die sind halt lieb, weiß ich nicht. Kälber sind niedlich, die meisten kleinen Tiere sind niedlich. Große Tiere sind halt lieb, hübsch, was weiß ich, aber nicht niedlich. Niedlich ist eher eine, weiß ich nicht, verbinde ich mit kleinen Dingen. Oder eben sehr jungen. Hat er nicht mitgekriegt, ne? Na gut, jetzt haben wir hier ein paar Kühe umgeschubst. Nee, weil ich möchte halt hin und her gehen, damit der Hund nicht zu alarmiert ist. Weil der zieht halt auch engere Kreise, als ich laufe. Das heißt, er kommt näher, wenn ich doof laufe. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Da hinten ist die blöde Töle. Die mir meinen Spaß nicht gönnt hier. Weißt du, was mache ich denn schon? Nichts Schlimmes. Hör auf, dich an Kühen festzubacken. Das war, glaube ich, die gleiche Kuh, die ich gestern schon festgebackt hast. Kommt der Hund immer noch nicht hinterher? Wo ist er? Wo ist er? Hä? Der ist ja hier irgendwo. Die Töle. Wo ist er? Ah! Gottes Willen! Ah! Sorry, wenn ich gerade so übersteuert habe. Der kommt immer so plötzlich. Ah, der ist ganz nah. Ich höre ihn hecheln. Das will ich nicht. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, ich hau mal lieber ab. Der ist mir hier gerade zu rammdösig. Oh nein, das ist das andere Gatter gegenüber. Scheiße. Oh nein. Der hat uns bald. Hört er, wie nah der kommt? Komm, die letzte Kuh. Boah, Alter. Wie Level hast du? Ich will nicht mehr. Weißt du, ist mir auch wurscht. Wahrscheinlich mit der Taschenlampe, da sieht er uns schneller. Aber es ist ja nicht sonderlich dunkel. Ich sehe ja alles. Ja, es ist dunkel, aber ich sehe trotzdem alles. Nee, ich will gerade Level 5 schön und gut. Ich will jetzt mal gucken, wie viel Level wir haben. Erstmal Spiel laden. Oh Gott, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Okay. Da-da-dum-dum-dum. Da-da-dum-dum-dum. Dum-dum-dum.
Da hatte André aber ganz viel Langeweile. Mein Gott. Also wie gesagt, es ist nicht gruselig. Aber das ist auch nicht Sinn der Sache, dass es gruselig sein soll, glaube ich. Es ist halt spannend. Dieser Hund soll einen halt nicht kriegen. Er ist ja kein Monster, er ist ja nur ein Hund. Deswegen habe ich keine Angst vor dem Spiel. Es ist halt nur dieses, ich will nicht, dass das Level beendet, weil er mich packt. Aber wenn mich Geister oder Monster verfolgen, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie ein bisschen einen höheren Leidensdruck. Weißt du, wie ich meine? Mir immer an mich selbst aufpassen, nicht in Kuhscheiße zu treten. Das verlangsamt mich. Jetzt kommt der schon wieder hinterher, oder was? Ich habe noch 9 Kühe auf dem Plan. Aber 15 Level. Wahrscheinlich sind das irgendwann, keine Ahnung, 30 Kühe oder was weiß ich nicht was, von allen 4 Gattern. Das wäre mir ja viel zu anstrengend, das Spiel durchzuspielen. Da würde ich irgendwann einen Herzinfarkt kriegen, wegen der ganzen Rumgehetzerei hier. Da hinten läuft er rum. Die Töhle. Geh mir die Kekstöhle. Das hier ist Ausgang, ne? Als ob der Hund da nicht durchkäme, aber okay. Ist halt ein Hund, der eher darauf achtet, dass sein Revier heile bleibt, als dass er mir hinterher hetzt. Aber es ist auch schön, dass ich endlos rennen kann. Wo ist er? Ist er das da? Verdammte Inzucht, dieser Köter! Lass mich in Ruhe, deine Schützlinge umschubst, du doofes Tierchen! Nein, lass mich! Ich mach doch gar nichts. Yeah! Oh mein Gott! The cows are watching! Das ist schön! Vor den Kühen habe ich... dachte, ich müsste am Anfang vor den Kühen Angst haben, weil die da alle so guckten. Aber es sind ja nicht die Cows, die watchen, es sind ja die ollen Hunde, die watchen. Das sind die Watchdogs. Oh Mann. Hui. Huiuiui. Guck mal, da hinten ist jetzt auch ein Gatter offen. Das dritte von 4 ist jetzt offen. Boah, Alter. Erschrack mich noch so. Sind das hier immer dieselben Hunde? Weiß ich, fände das cool, wenn hier auch irgendwelche Monster rumlaufen würden. Weißt du, wie ich meine? Warum immer Kühe? Hunde. Der war laut. Wo ist er? Oh. Der wirkt zu schnell. Zumindest wirkt er gerade mega laut. Genau, renn gegen am besten jetzt die Kuh gegen. Das war jetzt zumindest mein Ziel, dass ich ihn da so hinlenke. Töhle. Na ja, komm, wir haben noch 9 Kühe. Moment mal, dieselbe Zeit oder so? Weil dann wäre das langsam echt fies, ne? Ich meine, natürlich wird das nicht leichter, aber... okay. Ich meine, die Folge ist ja eh vorbei. Ich glaube, ich mache auch nur noch den Level. Weil es wird mir langsam echt schwer. Und dann fängt es an, stressig zu werden. Und ich und mein armes altes Herz, das ist ja doch fast wie ein Horrorspiel. Also von der Spannung her, nicht vom Gruselfaktor. Es ist lustig.
Aber die Spannung ist wie im klassischen Horror-Game. Ja komm, lauf mir halt wieder hinterher. Mein Gott, alleine ist er langweilig. Aber ja, früher auf dem Dorf gab es einige, die Kühe geschubst haben. Aber da können die sich halt auch was bei brechen. Ich meine, die sind halt zu gemächlich, um sich wirklich zu wehren. Aber wie gesagt, die sind schwer. Die können sich was dabei brechen. Wo bist du? Da bist du. Gut, dann renne ich jetzt hier lang. Warum kann der nie in eine Scheiße rennen? Verrückt. Warte. Ich will da eben was ausmachen. So. Ne, meine Wärmmatte. Die war noch an. Und langsam wird es mir heiß an den Füßen. Mir ist ja nun auch nicht mehr wirklich kalt. Man muss das Ding ja nicht den ganzen Tag laufen haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Watt der normalerweise frisst. Ich lasse ihn ja nicht auf höchste Stufe laufen. So. Es gibt ja noch immer relativ viel Luft nach oben, was Zeit angeht. Also ich lasse das Spiel garantiert auf den Rechner. Und wenn ich dann mal irgendwann Langeweile habe in irgendeinem kurzen Momentchen oder Leute da habe, die ich dazu drängen kann, das zu daddeln, weil es lustig ist und weil ich langsam jetzt mir zu spannend wird, dann machen wir das so. Aber ja, es ist geckig. Da hatte, wie gesagt, jemand ganz viel Langeweile und bestimmt auch mega viel Spaß beim Programmieren. Na gut, dann schauen wir morgen nochmal in weitere kleine Spielchen rein. Ich sag mal danke fürs dabei gewesen sein und bis morgen. Tödelö. Wow, zweite Weide betreten, dritte Weide betreten, Level 5 geschafft. Ich habe einige Erfolge. Ich habe direkt 6 von 11 Erfolgen. Was fortgeschrittener Schubser, die letzten beißen die Hunde, klebrige Angelegenheit, weil ich in die Scheiße getreten bin. Was fehlen mir denn noch für Sachen? 10 Kühe innerhalb einer Minute umschubsen. Ja, das sollte man hinkriegen. Lass dich vom Wildschwein erwischen. Da gibt's noch ein Wildschwein irgendwo, okay? Beende Level 10 erfolgreich, beende Level 15 erfolgreich, betrete Weide 4. Naja, das ist im Laufe, denke ich mal, alles gut schaffbar. Na, ich bin gespannt. Tüdelö!